Willkommen, meine Sturmtruppler. Zu God of War auf der PlayStation 4. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen reingeschaut, dass wir jetzt das Spiel fortfahren. Wir fangen natürlich zusammen dieses Let's Play ganz neu an. Wir machen auf herausfordernd, weil niedriger Schalte kann man immer. Und schon sind wir direkt vom Menü im Spiel. Kenne ich so auch nicht aus anderen Spielen. Okay, wir sollen ab hier übernehmen. R1 zum Schlag. Sieht schon sehr cool aus. Also, das Ritual vorher am Baum war dann wohl um Erlaubnisfrage, ob er eine Felle darf. Oder er hat sich im Vorfeld entschuldigt beim Baum. Steig jetzt in das Boot. Was eine tiefe Stimme. Soll das so nett sein, dass er da jetzt den Verband gelöst hat oder was? Boah, die Musik, Hammer. Doppler! Der Baum war aber noch länger. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Junge. Ich frage jetzt nicht, wo das Seil herkommt. Das hat uns natürlich der Junge zugeworfen, haben wir alle gesehen. Okay, müssen wir steuern? Oh ja. Boah, was eine Beschleunigung. Vater? Was? Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Oh, wie sich das Sound verändert hat. Ja, Vater. Wo man diese Unterführung gefahren sind. Ist mein erstes Let's Play auf meinem Kanal von PlayStation 4. Ich hoffe, Sound, Bildqualität und dass alles stimmt. Wenn nicht, bis nachher mal in die Kommentare schreibe. Weil nur so verändert sich was, ne? Wenn man Feedback kriegt, weiß man, was man richtig und falsch macht. Nehmen wir das erste Mal jetzt PlayStation 4 auf und ja, da hat man erstmal ein bisschen Equipment kaufen, damit das überhaupt funktioniert. Alles neu, alles für mich. Instellungen und Co. kann man bestimmt noch verbessern. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch weiter passiert.
Das war der letzte. Oh, ist das seine Mutter? Oh. Ich dachte erst, sie liegt da und schlaft, aber was ist schlimmer? Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Die Musik, Hammer. Schön inszeniert. Sie ist bereit. Also kleiner Schäme musst du dich nicht. Vor deinem Vater traure darf man ja wohl. Ob man im Spielverlauf erfahren wird, warum. Finde nach Hause. Du bist frei. Warum sie tot ist? Ah, dafür haben wir den Baum gefällt, okay. Hammer. Der Feuereffekt. Tut mir leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Dann hier lang. Warum will er, dass der Buu jetzt jagt? Will er nicht, dass er sieht, wie seine Mutter verbrennt? Dass er dabei zugucken muss? Vater, warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Was hast du gefunden? Spuren. Aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Wo führt er uns hin? Wenn das kein Hirsch war.
Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Oh, was jetzt? Ja, springe. Hier lang, Junge. Zap! Oh. Halt, Hirschspuren, frisch. Hier lang. Wow. Gefunden. Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Oh, was ist das, du? Was haben wir da? Kann ich da rüberspringen? Naja, ich kann nichts machen. Okay, die stellen wir uns mal merken mit der Kette. Ah, er hat sogar auf uns gewartet. Hoppla! Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Axt nehmen. Links. Los. Oh, was ist hier passiert? Da ist der! Warte! Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht! Schieß nur! Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn. Wer von deinen zwei tut mehr, du Zornrunner-Schlucke? Ich meine, wir kennen ja alle Kratos aus den vorherigen Spielen. Da war der Zorn. Die Hauptwirkung. Okay. Jetzt lernen wir mal hier kämpfen bei dem Gegner. Oh, das geht doch gut ab. Der ist weg. Wow. Wo ist der nächste? Ich denke, dass wir es schwerer gestellt haben. Autsch. Haben wir noch? Ah ja. Ach, die lassen wir doch irgendwie noch durch die Luft wieder. Haben wir noch? Fertig? Ja, da ist noch einer. Abgewehrt und durch. Batsch, durch die Luft fliehen oder so. Na komm. Und rein da. Oh. Unser Leid ist nicht gut. Vielleicht, er hebt um das hinweg. Einer ist hinter uns. Wow. Der Kleine warnt uns, da müssen wir drauf hören.
warnen. Er warnt uns nicht immer. Haben wir es jetzt? Draugar, die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Geh weiter. Ah, da kriegen wir ein bisschen Informationen über diese Gegner, die wir jetzt gerade kattern. Von Life of Lade? Wow. Irgendwie doch nicht. Was ist das? So wird Life of geladen. Okay. Da oben! Na, der Hirsch sieht schon gut aus. Und wie er sich bewegt. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Wieso sagt der Boomer darf nicht drin und Kratos macht einfach die Tür auf? Okay. Da. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Berechtigte Frage. Wir sollten näher rangehen. Ach, auf Emo. Wollt ihr jetzt echt von hier schießen? Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Ab und zu mal umschaue, vielleicht verpasst man ja irgendwas. Von der Kulisse hier. Im Kampf wird der gegnerische Gesundheitsbalken über ihm angezeigt. Das ist doch super. Das habe ich beim ersten Kampf schon gemerkt. Okay. Kann man werfen. Oh, geil. Ach, wo ist Schutzschild? Ja, verdammt. Okay, los geht's. Hinaus. Na komm, 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 komm. Ja, ja. Nur die dritte. Und dann rein. Oh. Das war cool abgewehrt, der Effekt dabei. Wow. Das ist schon heftig mit so vielen Gegnern. Ja, jetzt. Wow. Das Prinzip des Erstschlägers. Ich hab da hin einen Liveball gekriegt. Wieder fit. Der darf mich schlagen, obwohl ich da eine reinhau. Wenn er mal eine reinhaut, darf ich nicht schlagen. Erledigt. Wow, den haben wir schnell erledigt gehabt. So, und jetzt? Bei den Blackouts every other night.